Hallo, meine Lieben. Ich hatte nicht vor, ein Live-Video zu machen. Jetzt habe ich das Video da irgendwie, ich habe keinen Stick mit. Jetzt steht das irgendwo da oben. Ich hoffe, diese Konstruktion funktioniert. Ich habe gerade Mittagspause und ich möchte euch gerne ein paar Gedanken dazu geben zum Thema, wie wäre es, wenn du ein Beziehungsglück-Magnet werden wollen würdest, wenn du das als Ziel vor Augen hättest. Ich weiß nicht, hallo lieber Gerhard, schön, dass du mit dabei bist. Ich komme gerade aus der Beziehungsambulanz, Selbstwertambulanz und arbeite momentan mit ganz vielen Paaren. Und was mir wirklich auffällt, ist in der letzten Zeit immer wieder, dass wir glauben, dass die Beziehung sowieso läuft. Die Beziehung läuft und dann konzentrieren wir uns jetzt auf die Karriere. Wir konzentrieren uns auf den Erfolg. Wir konzentrieren uns auf das Geld. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so meine persönliche Facebook-Blase ist, dass ich ganz viel angezeigt kriege. Wie wird man ein Geldmagnet? Wie wird man ein Karrieremagnet? Wie wird man Millionärin? Gestern habe ich sogar gesehen, es gibt so eine Challenge gerade von jemand, wo sogar eine Schamanin dabei war, die jetzt wirklich offensichtlich Millionärin werden will. Und ich frage mich ernsthaft, wie wäre es, wenn wir den Fokus total umdrehen würden und wenn wir sagen würden, ich konzentriere mich jetzt auf meine Beziehung, auf mein Beziehungsglück. Ich lege jetzt mal meine ganze Energie, statt aufs Geld und statt auf die Karriere und statt auf was auch immer, auf meine Basis, nämlich das, was ich zu Hause habe. Meine Beziehung, meine Partnerin, mein Partner beziehungsweise unsere Familie und unser Familienleben. Und meine Frage, die ich mir wirklich selber stelle, ist, wie wäre es, jetzt muss ich wirklich schauen, ob man mich überhaupt sieht, mir zeigt es gar nichts an, jetzt probiere ich es einmal so. Ich frage mich wirklich, wie erfolgreich wären wir, wie viel Geld würden wir einnehmen, alle, die wir jetzt die Karriere anstreben und weiß ich was alles, wenn wir auch den Fokus auf einer glücklichen Beziehung hätten. Wie wäre es, wenn wir aktiv und bewusst den Fokus dorthin legen würden und uns auch Beziehungsziele setzen würden, im Sinne von, wie gehe ich dann ins Berufsleben rein, wenn ich mich zu Hause in der Beziehung unterstützt fühle, wenn ich mich dort genährt fühle, wenn ich mich gesehen fühle, wenn ich mich inspiriert fühle, wenn ich merke, ich bin wertvoll für den anderen, genauso mit den Kindern und so weiter und so fort. Und ich frage mich ehrlich, ob vielleicht so ein Zugang nicht auch irrsinnig wichtig wäre, weil ich wirklich immer mehr und mehr feststelle, wenn wir nur Erfolgsmagneten sein wollen, wenn wir nur auf Geldmagnet aus sind, kann es sehr leicht passieren, dass die Familie und die Partnerschaft viel zu kurz kommt. Und es kann sehr leicht passieren, dass dann die Energie und die Unterstützung von der Seite vollkommen zusammenbricht, weil möglicherweise eine Trennung oder eine Scheidung ansteht. Und dann wird es ganz schwierig mit Geldmagnet und Millionär werden und so weiter und so fort, weil wir dann eine persönliche Krise haben, weil es uns dann mit Sicherheit sehr traurig macht, weil wir nicht in der Stärke sind, weil wir einen ganz wichtigen Menschen verlieren und so weiter und so fort. Also, um das jetzt mal von der positiven Seite herzunehmen, wie wäre es, wenn du dir vorstellst, du sagst wirklich, ich will ein Beziehungsglück-Magnet werden. Und wenn du all die Energie, die du gerade auch in Geldmagnet und in Karrieremagnet und wie auch immer diese Dinge heißen oder Millionärin oder Millionär werden, Magnet oder ohne Magnet, steckst, wenn du diese Energie auch in deine Beziehung und in dein Beziehungsglück steckst. Und wenn du dir vorstellst, also Idee dazu, dass du dir eine Zielliste schreibst, nämlich für die Beziehung. Was möchtest du mit deiner Beziehung erreichen? Wo möchtest du gemeinsam hinkommen?
Was ist dein Ziel in 10 Jahren? Wo möchtest du in 10 Jahren stehen? Wie möchtest du dich in 10 Jahren mit deinem Partner fühlen? Wo seid ihr in 10 Jahren? Wo sitzt ihr? Wo macht ihr Urlaub? Oder was ist dein Bild dafür, für die Gefühlsqualität des Glücklichseins in 10 Jahren mit deinem Partner, mit deiner Partnerin? Und der allerwichtigste Grund, warum? Warum hast du dieses Ziel? Was ist der Grund, warum du mit deiner Partnerin, mit deinem Partner dich in 10 Jahren so fühlen möchtest? Du kannst ja auch sagen in 3 Jahren, du kannst sagen in 5 Jahren. Aber ich merke immer wieder in Paarcoaching, dass wir Menschen dort keinen Fokus hinlegen. Wir glauben, die Partnerschaft, die läuft sowieso. Also die Partnerschaft läuft sowieso und ich konzentriere mich jetzt aufs Geld und auf die Karriere und auf die Millionen und auf die Urlaube und ich weiß nicht was alles. Und wundern uns, wenn dann die in der Beziehung nicht das große Glück stattfindet. Das kann dort nicht stattfinden, weil es nicht gepflegt wird. Und ein zweiter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist so dieses, dass wir immer wieder glauben, so, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft, wie wir glücklich sind miteinander und jetzt darf nichts mehr passieren. Und dann kommt aber wieder irgendeine Herausforderung. Und wisst ihr, was dann der größte Bumerang ist, der echt euch die Energie in die Abwärtsspirale treibt? Wenn ihr dann anfangt zu überlegen, ist er überhaupt der Richtige? Ist sie überhaupt die Richtige? Stell dir mal vor, bei allen, du wirst dich sicher schon auseinandergesetzt haben mit Karriere, Geld, Millionen, bla bla bla, diesem Zeug. Das ist so modern momentan. Zumindest wird es mir, habe ich eh schon gesagt, die ganze Zeit angezeigt. Vielleicht ist das auch meine Blase in Facebook. Aber du wirst sicher in deinem Beruf schon gehört haben, wie kommst du weiter? Wie geht das mit der Zielbestimmung? Was sind deine Warums? Was sind deine Emotionen für dein Ziel? Visualisiere dein Ziel. Und jetzt stell dir vor, du hast dein Ziel, du willst dies und dieses Business aufbauen und dann kommt einmal eine Schwierigkeit. Das, was du dann immer und 100 Milliarden prozentig hörst, wenn es um die Karriere geht, wenn es ums Geld geht, wenn es um die Kraft des Wiederaufstehens geht, dass du weitermachen sollst. Dass du auf das Ziel schaust und weiter zum Ziel gehst. Dass es nicht heißt, dass kein Scheitern sein darf, sondern dass der Unterschied zwischen Scheitern und Erfolg wirklich nur die eine Sache ist, dass man einmal mehr aufsteht, als man hingefallen ist. Und jeder erfolgreiche Geschäftsmann, Geschäftsfrau, Millionär, Millionärin hatte Rückschläge und hat durchgehalten. Und das ist das Erfolgsrezept, einer der Erfolgsrezepte. Durchhalten, immer aufs Ziel, das Ziel fokussieren. Jetzt stell dir mal vor, du hast in der Beziehung kein Ziel. Du sagst dir einfach, naja, also wenn es gut rennt, wir fangen immer die Hände an zu zittern, entschuldige, weil ich jetzt nicht weiß, wohin das Ding stellen. Stell dir vor, du hast für die Beziehung kein Ziel. Und du sagst, naja, schauen wir mal, wenn es sich gut anfühlt, dann ist er der Richtige, dann ist sie die Richtige. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann überlege ich mir gleich, na, ich weiß nicht, soll ich da bleiben oder trenne ich mich gleich? Stellt euch einmal vor, was für eine unglaubliche Unruhe, was für eine unglaubliche Abwärtsspirale und was für eine unglaubliche negative, destruktive Energie ihr in dieses Ziel, das ihr eben gar nicht mal habt, aber in dieses Feld Beziehung bringt, weil ihr es ständig in Frage stellt. Oder ständig, also immer wieder ist was und jetzt hat sie so nicht reagiert und er hat so nicht das getan und sie hat es nicht von selbst kapiert und er hat es nicht angesprochen und jetzt hat sie ihn wieder enttäuscht und er hat dies und sie hat jenes und überhaupt. Und dann die Frage, ist er überhaupt der Richtige, ist sie überhaupt die Richtige? Da geht dann der Fokus niemals mehr aufs Ziel,
Der Fokus geht auch niemals mehr dorthin, dass wir selbst uns weiterentwickeln. Und die Geschichte ist ja die, also die Imagotherapie, die sagt ganz, ganz klar, wir suchen uns das Pendant, das komplett anders ist als wir. Weil wenn zwei gleich sind, ist einer zu viel. Und das Zweite, was wir tun gegenseitig, ist unsere wundesten Knöpfe, also unsere roten Knöpfe drücken. Und warum tun wir das? Das ist nicht sarkastisch und sadistisch angelegt von der Natur, sondern das hat damit zu tun, dass wir auf der Welt sind, um zu wachsen, um als Persönlichkeit uns weiterzuentwickeln. Und wenn der Partner oder die Partnerin irgendwas bei dir triggert oder einen Knopf drückt, dann hast du wieder eine neue Chance, um selbst zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. Und um das geht's. Und wenn dann Paare bei mir sitzen und sagen, ja, aber das stimmt nicht, was der andere sagt oder was sie sagt, das kann ich nicht wiederholen, weil das ist verlogen, das ist ein Blödsinn, ja, dann willkommen im Club der Paarbeziehung. Weil das ist Tagesordnung. Es ist an der Tagesordnung, dass wir das als Blödsinn empfinden, was der andere sagt. Ja, natürlich. Und genau hier beginnt jetzt die Wachstumschance. Und nicht die Wachstumschance zu schauen, dass ich ihn rumbiege oder sie rumbiege. Die Wachstumschance ist darin, den Respekt zu lernen für das andere innere Land. Die Neugier zu behalten und wieder, immer wieder rauszuholen, die Neugier. Nicht die Bewertung, na wie deppert kann man nur sein, der andere. Na, sondern die Neugier, wer ist das? Warum sagt er sie das? Warum ist ihm ihr das so wichtig? Und wenn wir ein Ziel haben, wohin wir wollen, sowohl mit der Beziehung, als auch mit uns selbst, als in der Persönlichkeit. Weil du könntest dir ja auch ein Ziel setzen, wie möchte ich sein in einer Partnerschaft, in einer Beziehung? Wie möchte ich mich in so und so einer Situation verhalten? Was kann ich tun, um das zu justieren? Was kann ich tun, um selbst in einer guten Energie zu sein, damit ich eine gute Energie, eine positive Energie in die Beziehung einbringe. Was kann ich alles weglassen, damit ich keine belastende, müllende Energie in den Zwischenraum hineinlege? Also das heißt, ich würde dir echt bitte ans Herz legen. Holt doch mal die Idee in euren Raum, wie wäre es, wenn du ein Beziehungsglück-Magnet wirst? Wenn das ein Ziel wird? Wenn du dir eine Zielliste schreibst, wohin und was möchtest du erreichen mit deinem Partner, mit deiner Partnerin? Und wo und was möchtest du als Persönlichkeit weiterentwickeln? Du selbst an dir alleine arbeiten, dass du das Gefühl hast, du befruchtest diese Beziehungsglück-Magnet-Sache. Und zum Abschluss möchte ich noch eine Sache sagen. Ich höre immer wieder, ja, dann war ich so müde. Naja, dann hat er das gesagt, dann habe ich nicht mehr wollen. Dann hat sie das gemacht, dann habe ich nicht mehr können. Ich sage euch, was da beginnt. Das ist der Start für diese Zielerreichung. Wenn ihr euch auf dem ausruht, dass ihr sagt, naja, der andere, die andere hat jetzt irgendwas gemacht oder nicht gemacht, da habe ich nicht mehr können. Ja, dann können wir aufhören. Dann brauchen wir nie eine Beziehung führen, weil das wird uns immer und immer und immer passieren. Und ich habe so ein Bild entwickelt, das ich sehr gerne immer wieder verwende. Ich sage immer wieder, ihr müsst Trampolinspringen lernen. Und zwar über den eigenen Schatten. Über den eigenen Schatten. Und wenn ich müde bin, dass ich sage, okay, ich springe über meinen eigenen Schatten und ich sage, komm Schatz, setz dich zu mir. Wie war dein Tag heute? Oder
wenn ich, weiß ich, was passiert, sie hat das oder das nicht gemacht und du denkst dir, oh, das reicht mir schon irgendwie. Spring einmal über deinen eigenen Schatten und geh auf sie zu. Beziehungsarbeit ist meiner Meinung nach so hoch und so oft wie möglich über den eigenen Schatten zu springen auf dem Trampolin und trotzdem was zu tun. Genauso wie beim Sport. Wenn euch der innere Schweinehund sagt, nein, ich bin so müde, ich kann heute nicht, trotzdem rein in die Laufschuhe und tschüss. In diesem Sinne, wenn du Lust hast, schreib 2 Ziellisten. Zielliste für die Beziehung, wohin möchtest du und warum, die Gründe. Und Zielliste, also in der Beziehung, und wohin möchtest du selbst als Persönlichkeit, wie möchtest du hinein? Josef Leitner schreibt, ihr habt Probleme, traurig, anscheinend geht es wirklich vielen viel zu gut. Eigene Erfahrung. Ja, lieber Josef, das ist sehr wertschätzend, wie du das formulierst. Ironisch gemeint. Sich drüber stellen über andere, andere haben dumme Probleme, das machen wir auch in der Partnerschaft. Es ist kein Problem dumm, überhaupt keines, lächerlich ist es auch nicht und es geht keinem zu gut. Wir haben manchmal den Fokus verloren. Und ich möchte jetzt gern da noch einmal zurückkommen. Karin schreibt, Beziehung, nur Stress, wahre Liebe schwindet und scheint Tag für Tag. Willkommen im 21. Jahrhundert. Liebe Carmen, ich sehe das anders. Ich sehe das so, dass es heute wirklich andere Herausforderungen gibt, weil keine Frau mehr bleiben muss. Und dadurch sind beide gefordert. Es kann heutzutage jede Frau sagen, ich kann alleine leben, sie kann das auch, es schafft jede Frau. Und dadurch ist jeder unabhängig und dadurch gibt es keine Zweckgemeinschaften mehr im Sinne von, der eine ist vom anderen abhängig und der muss bleiben, sondern heute muss jeder so viel geben, dass der andere gerne bleibt. Und in diesem Sinne möchte ich heute gerne euch sagen, schaut mal, ob das irgendwas verändert, wenn du sagst, ich habe jetzt echt mal bewusst im Kopf als Ziel, ich möchte eine Beziehungsmagnetin oder ein Beziehungsglückmagnet werden. Ja, wenn ihr Unterstützung haben wollt oder mich gerne persönlich kennenlernen wollt, sehr gerne, es gibt ein kostenfreies Erstgespräch in meiner Praxis in Wien, in Großweikersdorf oder via Skype. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du ein Beziehungsglückmagnet wirst und das auch anstrebst, aktiv. Tschüss, deine Hildefee aus der Beziehungsambulanz. Baba!